Ja, und ein weiteres Mal heiße ich euch herzlich willkommen zu einer FIFA 14 Prognose. Natürlich muss auch noch der HSV gespielt werden. Im Auftaktmatch der Rückrunde gegen Schalke. Heimspiel und ja, wir können nur das Beste hoffen. Gucken wir mal, wie es ausgeht. Hallo liebe Zuschauer, hier ist Manni Beugmann und ich begrüße Sie heute aus der Imtech Arena. Tja, unser krisengeschüttelter HSV. Ich habe auch mal den neuen Ola John hintransferiert und auch gleich schon aufgestellt. Den anderen von Juve gab es leider noch nicht. Bui oder Bu oder Boy oder wie auch immer ausgesprochen wird. Ja, mal gucken. Ich hoffe, es wird irgendwie ein erfolgreicher Start. Hünteler ist bei Schalke natürlich auch wieder dabei. Das heißt natürlich... Wie oft? Wie so oft? Tore. Der trifft ja nur gegen uns. Er spielt ja auch irgendwie nur noch gegen uns. Ja, dann beißt er natürlich draußen. Nicht dabei. Ja, mal sehen, was das bringt. Ja, bei Schalke spielt natürlich Draxler, was eigentlich nicht sein dürfte. Aber naja, was soll's. Einfach alles mit dem Bällchen. Kann ich jetzt auch nicht ändern. Gerade noch gerettet. Sehr gut. Da ist John. Schneller Mann. Mal sehen, was er sonst noch kann. Weil von solchen Leuten haben wir genug. In Verteidigung natürlich wieder Tar. Oh, Ball vergessen. Neustädter. Das schade. Nicht gut gehen. Solche Bälle sind ein gefundenes Fressen für jeden Gegenspieler. Wäre ja schon mal schön, wenn es auch wieder so ein klasse Spiel wie zum Saisonstart wird, dieses 3-3. Jones. Neustädter. Sofort abgezogen. Oh. Den hat er richtig schlimm verzogen. Aber was ist das auch für eine Schusshaltung? Oh, ich sehe gerade Adler... Ist noch dabei, dürfte gar nicht sein, aber ja, Troppni ist genauso gut. Das ist egal. Martin. Boateng. Das ist noch eine Solidarität und Liebe unter ja. Menschen. Sie helfen ihm. Ja, das könnte was werden. So, HK natürlich um Flügel. Ja, hol ihn dir doch. Elegant, gut gesprungen, da sieht der Verteidiger aber ganz, ganz albern aus. Manni, so ist das, wenn man mit Augen... Nein, was ist denn das? Wie kann man denn so ein Ding da abliefern? Westermann spielt doch gar nicht. Das war ein Foul, aber der Schiedsrichter besagt, er sagt Vorteil. Und das war ein Foul. Vorteil doch noch ab. So, Dickmeier. Komm nie durch. Mal Flügelwechsel. Schon. Ach. Die verstehen sich blendend. Jones. Im Sturm wieder La Socca. Das ist ja sowieso gerade das Thema. Rutmes wurde ja verliehen. Ich weiß nicht, was der Schwachsinn soll. Beißt er ja dann mit dem Kreuzbandriss. Och Gott. Und hat man sich da ja fast schon panikartig schnell irgendwas ausgeliehen. So kommt es zumindest vor. Ob John jetzt wirklich einschlägt, muss man immer sehen. Es bleibt nur zu hoffen. Der Kopfball wäre sonst drin gewesen.
Ja, du darfst den Ball auch mal zum Mann bringen. Van der Vaart. Draxler. Aogo. Ja, Aogo. Oh. Das fehlt ja noch. Aogo hier noch zum Tor. Erfolg kommt. Oder eins vorlegt. Also da kann er nicht drankommen. Da bräuchte er Körpermaße eines Basketballs. Aogo. Ah, da entwickelt sich möglicherweise was. Neustädter. Aber so langsam dürfte sich auch mal eine erste Torschance Situation ergeben. Hätte ich nichts dagegen. Van der Vaart. Das frühe Stören. Es hat aber davon bin ich nur weit, weit entfernt. Das ist ja schon mal ein Fortschritt, wenn ich überhaupt aus meiner eigenen Hälfte rauskomme. Und die Teamkollegen sind da. Uchida. Ach, wieder nicht genommen. Jones. Verfahren. Und Achtung, genau hingeschaut. Ach, ich komme schon bestimmt seit 10 Minuten nicht mal an den Ball, so gefühlt. Und schon ist er wieder weg. Boateng. Jansen. Van der Vaart. So, jetzt nochmal. Dickmeier. Ach, ist schon wieder Pause. Naja, steht noch 0-0. Im zweiten Durchgang ändern. Der Unparteiische, es kann nur besser werden. Sichert sich, dass alles in Ordnung ist und pfeift die zweite Halbzeit an. Und das sieht nach einer guten Torchance aus. Verfahren. Uchida. Herrliche Flanke. So, Hakan. Dickmeier. Hat mal ein bisschen Platz jetzt. Für die goldene Flanke. Nein. Achtung! Oh, naja. Wer war das? John? Jo. Ach, die 22, ich weiß nicht, ob er die bekommt. Aber immerhin mal eine erste Torannäherung. Das sieht nach einer guten Möglichkeit aus. Ja. Oh, ein hartes Zweikampfverhalten. Ich bin mal auf den Schiri gespannt. Vielleicht fällt hier doch noch der Siegtreffer. Und vielleicht ist der Trainer mit der Auswechslung erfolgreich. Will jetzt hier vielleicht noch ein Joker-Tor. Marcel Jansen. Jansen, komm. Oh Gott. Ich meine, das wäre ja reingegangen, aber... Die Flanke sieht anders aus. Aber das haben sie gut umgesetzt. Die wirklichen Flanken beim HSV sind ja auch immer gruselig. Dickmeier. Ah, Dickmeier. Draxler. Kevin Prince Boateng. Hüntela. Und es entwickelt sich eine Möglichkeit. Na, das dürfte uns... Nee, ich hätte gedacht, wir bekommen den Ball. Boateng. Der Ball läuft wunderschön und sie suchen die Lücke. Der ist weg.
Schiedsrichter zeigt an, es gibt Abstoß. Draxler. Peter attackiert. Tja, aber es nützt wieder mal nichts. Diekmeyer. Oh, das sind doch Bälle, ne? Vor die Füße gefallen. Kann man doch echt nicht machen. Ganz schwaches Zweikampfverhalten in dieser Situation. Ja, und das ist es dann wieder, ne? Wer war das? Das ist natürlich Huntelaar. Gehe ich mal von aus. Ne, Draxler, der gar nicht dabei sein dürfte. Wieder solchen gruseligen Pass, auch das ist wunderbar umgesetzt. Ich glaube, am realistischen kommt echt die Spielweise des HSV in FIFA rüber. Jetzt ist erstmal ein bisschen Tempo raus aus dem Angriff. Oh, schon wieder so ein Ball. Wanderfahrt. Ja, kommt noch. Diekmeyer, Mensch, hast du so viel an der Schnelligkeit verloren? Van der Vaart. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Bleibt am Ball. Und bei den Gästen steht in Kürze. Das war mal ordentlich, aber. Och, gib nicht mal Eckball. Nur ein Einwurf. Irgendwo im Nirgendwo rollt über die Seitenlinie. Eigentlich muss er. So, wir werden auch nochmal tauschen. Hakan geht und Ilicevic kommt. Genauso wie Lasogga rausgeht und Suhr seine Chance bekommt. Jetzt nur noch dafür sorgen, dass seine Mannschaft die Führung nach Hause bringt. Ein frischer Mann soll mit dazu beitragen. Geht das Spiel jetzt in eine andere Richtung? Der Trainer bringt zwei frische Kräfte auf einen Schlag. Marcel Janssen. Ich hab sowas wieder, aber die. Zu früh gestartet. Ushida. Und Jefferson Fafa. Das ist ein sehr schönes Passspiel, das die Fans hier zu sehen bekommen. Läuft die Kugel heute. Ushida. Das ist es! Ja, wie wär's, wenn du den mal wenigstens versuchst abzuwehren? Diekmeyer. Die Gäste wollen wechseln. Beim nächsten Pfiff des Schiedsrichters dürfte es soweit sein. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Badei, Flankengott. Oh, das ist tatsächlich ein Flankengott. Guckt euch das an. 1-1. Ich glaub's nicht. Suhr köpft ihn rein. Also sowas. Ich sag's doch, Badei Flankengott. Und Suhr. Jo. 1-1. Da hat sich die Einwechslung wohl mal bezahlt gemacht. Augo. Gutes, schnelles Passspiel.
Na, nun fallen wir nicht da gleich wieder hin im Strafraum. Und natürlich wehren sie sich bei diesem Angriff. Was ist das denn? Leute, macht doch mal was! Abseits. Ja, es ist so unglaublich schwer, da mal den Ball wegzunehmen. Ganz viele, nämlich die Fans hier, die sagen, das war nie und nimmer Abseits. An der Wand. Achtung, eine Chance haben sie. Na, nochmal eine Flanke. Hat ja eben auch gut geklappt. Dann ist das der Siegtreffer. Ach, leider nicht mehr, aber naja. 1-1 zu Hause gegen Schalke. In der Situation, in der wir uns wieder mal befinden, kann man wohl mit leben. Ja, der Joker hat's gebracht. Super mit dem 1-1. Jo, das war's dann auch. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.